ausmieten. Nee, mieten, mieten. Ah. Und das ist ein, wo man so paddelt, ja. Und auf, mitten auf diesem Kajak steht eine Mülltonne. Das ist doch schön, ne? Das ist doch eine gute Idee für alle Städte, finde ich, überall, wo Wasser ist. Genau. So, erstmal ist Dänemark ohne die Insel Grönland, da ist gerade der unser neuer König, Sie wissen bestimmt nicht, Frederik ist verheiratet mit Mary, die haben 4 Kinder und 2 davon sind dabei auf der Insel Grönland, größte Insel der Welt ist das ja. Und die besuchen Grönland und da sind sie auch 2 Wochen. Ja, und da ist es kalt, kann ich Ihnen sagen. Das ist nicht so wie hier. Die haben nicht so einen Sommer. Ne? Da bleiben sie 2 Wochen. Land. Und die Fährinseln, die gehören zu Dänemark, sind aber autonom und das bedeutet selbstständig. Ansonsten ist die Fläche von Dänemark sehr klein. Ja, es ist ein ganz kleines Land und hier wohnen noch nicht mal 6 Millionen Menschen. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, ne, ist das ja ein Riesenunterschied. Nicht, wie viel haben Sie in Deutschland? Ja, 80. Ja, ja, über 80 Millionen. Ne? Und hier noch nicht mal 6. Und Kopenhagen ist die Hauptstadt. So, jetzt sind wir schon. Linke Seite ist jetzt der Hauptbahnhof. Bis hier. Wunderschöne alte Warenbörse früher gewesen, vor über 300 Jahren und vor ein paar Monaten hat es hier gebrannt. Man hat an diesem Gebäude hat man gebaut, ja, das sollte renoviert und restauriert werden. Das war eines der schönsten Renaissance-Bauten in Europa. Auf einmal hat der Turm gebrannt. Die Brandursache ist nicht gefunden, aber ja, also die Versicherung wird sie bezahlen, ja? Guck mal hier links. Schade, ne? Ja. So, und dann haben wir... Guck mal, und links, das ist die schöne, das ist die Kirche. Die gehört zum Schloss dazu und die haben sie auch so richtig schön gemacht, auch evangelisch. Und die wird auch häufig von der königlichen Familie genutzt. Zum Beispiel wurden da die Zwillinge auch getauft. Und der Kronprinz Christian. So, und jetzt sehen wir hier rechts, guck, rechts ist eine schöne alte Kirche. Sie heißt Nikolaikirche aus dem 13. Jahrhundert. Und vor uns haben wir ein Pferd. Und da sitzt einer drauf. Wer ist denn das? Das ist der Stadtgründer. Und welchen Beruf hatte der? Der sieht ja aus wie ein Kind. Ja, hier, bis hierher ging die Strandlinie früher. Aber man hat überall diese Kanäle dann gebaut und gemacht. Zur Geschichte gehört auch, dass schon im frühen Mittelalter in ganz Skandinavien viele Deutsche waren von der Hanse. Nicht? Zum Beispiel Stockholm wurde auch von Deutschen angelegt. Vielleicht haben Sie das auch gehört. Ja, und auch gibt es deutsche Kirchen überall. Nicht? Da haben wir die St. Gertrud-Kirche, hier gibt es die Petrikirche, die deutsche Kirche. In ganz Skandinavien Niederdeutsch gesprochen, also Plattdeutsch. Ich sage Ihnen mal ein paar Wörter. Was heißt denn Hus? Haus. Haus, richtig. Bröt. Ist Brot. Was ist Äpple? Apfel. Apfel, gut. Milk. Milch. Milch. Was heißt ein Bier? Bier. Öl. Öl.
Ja, weil das geht runter wie... Früher war hier viel Industrie, das gibt's nicht mehr. Das Einzige, was man neu gebaut hat, ist dieses Gebäude mit der Schräge. Das ist das neue Wettfahrensinn. Der Öresund ist die Meeresenge zwischen Schweden und Dänemark. Dann haben wir zwei Pavillons, einer hat eine Krone, der andere nicht. Manchmal ist auch die königliche Yacht hier. Ich sage immer, der mit der Krone, der Pavillon, der ist für den Raucher und der andere ist für den Nichtraucher. Bisschen Spaß muss sein, nicht? Ja, genau. Und nun kommt ein schöner, die Insel Seeland entstanden, auf der Kopenhagen steht, ja. Weil Dänemark hat ja über 400 Inseln. Und Kopenhagen steht auf der Insel Seeland. So, und dann haben wir hier den englischen Park, das war auch noch die englische Kirche. So, und jetzt fahren wir zur Meerjungfrau. Und da machen wir eine Pause und von da aus fahren sie dann gleich auf die Autobahn. Das heißt, da hören wir dann auch auf schon. Aber bei der Meerjungfrau... Thank you.